Hallo Kollege, heute fährst du eine CityJet-Garnitur mit der Fahrplannummer 2024 nach Dulnerbach-Pressbaum. Lass zunächst die Fahrgäste einsteigen. Um 8 Uhr geht es los. Gute Fahrt. Ja, und somit begrüße ich euch heute mal hier vom Westbahnhof in Wien mit der Baureihe 4746, bekannt als auch die Garnitur mit sechs Türen, ja, mit den vier Türen, also 4744 ist viertürig auf jeder Seite und 4746 hat sechs Türen auf jeder Seite. Die werden wir gleich einmal öffnen. Um die Fahrgäste, hey, die Tür geht dort hinten auch auf. Auf Bahnsteig 5 steht bereit Regionalexpress 51 nach St. Pölten Hauptbahnhof. So, wir haben noch 4 Minuten bis zur Abfahrt. So, wir übernehmen hier den Zug. Wir stecken einen Schlüssel rein. Dann können wir je nach Bedarf das Instrumenten oder hier das die Buchfahrplanleuchte einschalten oder Instrumentenbeleuchtung. Ist doch egal. Hauptsache es leuchtet, wenn ihr das wollt. So, wir haben die Zugnummer 2024. Zugnummer ist die 2024. Übernehmen wir. Und da wir 46er Garnitur haben, können wir auch wieder mal die Sprachsteuerung umstellen auf Englisch und Deutsch. Genau, dann machen wir mit Steuerung Shift und T die Türsteuerung an, damit wir die Überhand über die Türen haben. So. Da können wir noch den Federspeicher anlegen. Ja. Dann können wir uns noch den Sitz richten, die Kamera einstellen, je nach Bedarf. Ja. So, jetzt haben wir es sicher so um 57, genau. 2 Minuten haben wir noch bis zur Abfahrt. Ich würde mal sagen, wir nutzen noch die 2 Minuten hier am Westbahnhof. Und um es hier noch ein bisschen umzuschauen. Ja, es ist eigentlich ein ganz, ganz einfaches Szenario, einfach zu installieren. Ihr braucht eigentlich nur die gängigsten Add-ons aus dem Train-Simulator aus Österreich. Die Baureihe 4424, SHG 1144er Paket. Die Wagen, die kostenlosen Schnellzugwagen hier aus dem Railworks Forum. Ja. 4020, wobei das anscheinend irgendein Fehler ist. Ich weiß nicht, ob das so gehört. Das kann ja nur im Werk so getauscht werden, glaube ich. Ja, egal. Wir nehmen hier Platz. Abfahrt erfolgt hier in Kürze. Eine Minute haben wir noch Zeit, dann schauen wir uns den Westbahnhof von oben an. Das markante Westbahnhof-Gebäude mit dem Hotel und den Einkaufszentrum. Hier fehlt die Uhr. Ja, da ist die U-Bahn-Station. Kann man da reinschauen? Wäre zu schön gewesen. So, wir fahren in Kürze los hier.
Mach uns mal bereit. Alles startklar. SIFA PZB ist alles aktiv. Türen sind noch geöffnet. Richtungswender ist vorne. Und ich würde mal sagen, pünktlich um 8 Uhr starten wir. Sehr geehrte Fahrgäste, herzlich willkommen im Zug nach Tulnerbach-Pressbaum. Dear passengers, welcome to the train to Tulnerbach-Pressbaum. Manchmal kommt es auch noch vor, dass der Triebfahrzeugführer auch noch am Anfang der Fahrt eine kurze Begrüßung durchführt. Sehr geehrte Fahrgäste, herzlich willkommen in der S50 nach Tulnerbach-Pressbaum. Unser Zug hält in allen Bahnhöfen und Haltestellen und wir wünschen eine angenehme Reise. Unser nächster Halt, Wien-Penzing. So, jetzt haben unsere Fahrgäste auch einmal begrüßt und ja, wir müssen uns auf den Weg machen nach Tulnerbach-Pressbaum. Und der nächste Halt wäre dann Wien-Penzing. Und da finde ich auch schön, dass hier nicht allzu viel herumsteht hier. Weil je mehr hier herumsteht, desto ruckeliger wird's. Servus, Kollege. Die wunderschönen alten Signale. Dann erreichen wir Kürze Wien-Penzing. In Kürze erreichen wir Wien-Penzing. Soon we will arrive at Wien-Penzing. Station Wien-Penzing. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Station Wien-Penzing. Exit to the right in driving direction. Auf Bahnsteig 3 die S-Bahn nach Wien-Handelskee. Es handelt sich um einen 4024er nach Nicht-Einsteigen. Ein sehr bekannter Ort im TS. Weiter geht's. Zug nach Tulnerbach-Pressbaum. Nächster Halt, Next Stop, Wien-Hütteldorf. S-Bahn U4. Vorsicht beim Aus- und Einsteigen. Mind the gap. Für Ihre Anschlüsse beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen und weitere Informationen am Bahnsteig. Train to Tulnerbach-Pressbaum. Next Stop, Wien-Hütteldorf. S-Bahn U4. Oh, hier links eine weitere Abstellmöglichkeit für Güterwaggons.
Weil vor dem Westbahnhof stehen dann eher die Züge für Personen und hier stehen eher die Güterzüge. So, der Kollege mit dem Rex 51, servus. Heute in verkehrter Wagenreihung unterwegs. Anscheinend. So, wir nähern uns Hütteldorf. Da haben wir kurz vor Hütteldorf 40 km/h die Einfahrt in den Bahnhof. Erreichen wir Wien-Hütteldorf, S-Bahn U4. Vorsicht beim Aus- und Einsteigen. Mind the gap. Für Ihre Anschlüsse beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen und weitere Informationen am Bahnsteig. Soon we will arrive at Wien-Hütteldorf, S-Bahn U4. Genau, ab hier gelten jetzt die 40. Hier rechts ein Stellwerk von Hütteldorf. Auf Bahnsteig 4 einmal 40-24 und einmal 40-20. Oder auf Bahnsteig 5 die 40-20. Vielleicht nach Wien Aspern Nord. Wer weiß? Station Wien Hütteldorf, S-Bahn U4. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Station Wien-Hütteldorf, S-Bahn U4. Exit to the right in driving direction. Wollen wir kurz raus? Zug nach Tulnerbach-Pressbaum. Nächster Halt, next stop, Wien, Wolf in der Au. Vorsicht beim Aus- und Einsteigen. Mind the gap. Train to Tulnerbach-Pressbaum. Next stop, Wien, Wolf in der Au. Wir haben soeben Wien-Hütteldorf verlassen, da wir jetzt nach links abgebogen wären. Wir haben durch die Weichenhalle gefahren, also für die Schnellzüge Rex 51 oder für den CityJet Express 5 nach Amstetten, der fährt dann in der Weichenhalle rechts auf die Weiche Richtung Tulnerfeld. In Kürze erreichen wir Wien, Wolf in der Au. Vorsicht beim Aus- und Einsteigen. Mind the gap. Soon we will arrive at Wien, Wolf in der Au.
So, hier geht's dann nach Tullerfeld oder auf die schnellere Art nach Burkersdorf links. Aber wir sind richtig, wir halten jetzt in Wien Wolf in der Au. Station Wien Wolf in der Au. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Station Wien Wolf in der Au. Exit to the right in driving direction. Zug nach Tulnerbach-Pressbaum. Nächster Halt, next stop, Wien-Hadersdorf. Train to Tulnerbach-Pressbaum. Next stop, Wien-Hadersdorf. So, nächster Halt, Wien-Hadersdorf. Dann kommt Wien-Weidlingau, Burkersdorf, Burkersdorf-Sanatorium, Unterburkersdorf, Burkersdorf-Zentrum, Unter-Tulnerbach und Tulnerbach-Pressbaum. Oder links wäre ein neuer Billach an und für sich. In Kürze erreichen wir Wien-Hadersdorf. Soon we will arrive at Wien-Hadersdorf. Genau, da gibt es einen kleinen Bug. Dann müsst ihr ein bisschen weiter nach vorfahren. Weil dann gehen die Türen hier eher auf. Station Wien-Hadersdorf. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Station Wien-Hadersdorf. Exit to the left in driving direction. Genau, warum? Aber wir kennen das ja mittlerweile, ne? Der DS und seine Probleme ist ja nichts Neues. Zug nach Tulnerbach-Pressbaum. Nächster Halt, next stop, Wien-Weidlingau. Vorsicht beim Aus- und Einsteigen. Mind the gap. Train to Tulnerbach-Pressbaum. Next stop. In Kürze erreichen wir Wien-Weidlingau. Vorsicht beim Aus- und Einsteigen. Mind the gap. Soon we will arrive at Wien-Weidlingau. Station Wien-Weidlingau. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Station Wien-Weidlingau. Exit to the right in driving direction. Ja, wir sind pünktlich. Sie brauchen nicht auf die Uhr zu schauen.
Und wir fahren auch gleich weiter. Zug nach Pulnerbach-Pressbaum. Nächster Halt, Next Stop, Purkersdorf-Sanatorium. Vorsicht beim Aus- und Einsteigen. Mind the Gap. Train to Pulnerbach-Pressbaum. Next Stop, Purkersdorf-Sanatorium. Willkommen in Purkersdorf Sanatorium. In Kürze erreichen wir Purkersdorf Sanatorium. Vorsicht beim Aus- und Einsteigen. Mind the gap. Soon we will arrive at Purkersdorf Sanatorium. Na, hat die FIS zu spät ausgelöst. So, da vorne sehen wir schon den neuen Bahnhof, den wunderschönen neuen Bahnhof, den neuen Inselbahnsteig hier in Unterpurkersdorf. Station Unterpurkersdorf. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Station Unterpurkersdorf. Exit to the left in driving direction. Willkommen in Unterpurkersdorf. Zug nach Pulnerbach-Pressbaum. Nächster Halt, Next Stop, Purkersdorf, Zentrum. Vorsicht beim Aus- und Einsteigen. Mind the Gap. Train to Pulnerbach-Pressbaum. Next Stop, Purkersdorf, Zentrum.
Genau. Warte mal, dann machen wir ein schönes Foto. Und schönen Bahnhof hier in Unterburkersdorf. Schaut das nicht schön aus? Vielleicht 10 von 10 Punkte für dieses schöne Foto. Da wartet der 1293 auf die Ausfahrt, aber wir haben natürlich Vorrang. Danke, liebe Fahrdienstleitung. Jetzt würde ich gerne rüber wollen. Dankeschön. Ein Talent kommt jetzt entgegen. In Kürze erreichen wir Burkersdorf Zentrum. Vorsicht beim Aus- und Einsteigen. Mind the gap. Soon we will arrive at Burkersdorf Zentrum. Servus, Kollege. Station Burkersdorf Zentrum. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Station Burkersdorf Zentrum. Exit to the right in driving direction. Unter Burkersdorf ist auch, naja, da gehört eigentlich die Mauer und da unten ist ja eigentlich die Straße. Und da ist meine alte Schule, wo ich früher in die Schule gegangen bin. Da war ich früher in der Schule. Ja, das war noch Zeiten früher. Zug nach Tulnerbach-Pressbaum. Nächster Halt, next stop, Unter Tulnerbach. Train to Tulnerbach-Pressbaum. Next stop, Unter Tulnerbach. Jetzt dürfen wir mal 120 fahren. Wenn sie mich nicht täuscht, kommt es in Kürze Unter Tulnerbach. Gut im Zeitplan. Wenn wir ein bisschen
Energiesparen gleich. Da vorne in der Bahnhof und der Tullnerbach. Da ist die Ansage auch zu spät, okay. Schade. Wenn das von der Meteranzahl nicht passt, dann kommt die Ansage natürlich zu spät. Weil das ja ein separates Programm hier ist und nicht der DS, das macht mit den Ansagen. Nächster Halt, Tullnerbach-Pressbaum. So, das war schon das Ende. In Kürze erreichen wir Untertullnerbach. Soon we will arrive at Untertullnerbach. Da können wir gleich weiterschalten. Ich vermute mal, dass wir jetzt nach links abbiegen. Wäre eine Vermutung von mir. Genau. Dann kommen wir bei dem Bahnübergang vorbei, den es jetzt nicht mehr gibt. Schade eigentlich, aber ja. So, und da vorne ist Tullnerbach-Pressbaum, der im Wald immer meine zweite ehemalige Schule, das Sacré-Cœur. Links das Gemeindeamt von Tullnerbach-Pressbaum und unter Tullnerbach. Und da kommt ein Güterzug rein.
Thank you. We hope that you will travel with us again soon. Genau, jetzt würde man den Führerstand wechseln. Und der Kollege würde es, oder wir fahren jetzt wieder zurück nach Wien. Aber heute nicht mehr. Das war's wieder mit einem weiteren Szenario im Train-Simulator Classic. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Szenario stammt von Timo N29, ist natürlich wieder verlinkt in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.